Autos. Das Polizeiauto lädt Goldbarren auf die Waggons des Zugs. Oh nein! Das schwarze Auto hat einen großen Stein aufs Gleis gelegt. Der Zug ist entgleist. Das schwarze Auto nimmt zwei Goldbarren mit. Es hat sie gestohlen. Die vier kleinen Autos sind zur Unfallstelle gekommen. Sie schaffen es nicht, die Lokomotive umzudrehen. Kleine Autos, ihr müsst zur Polizei. Das Polizeiauto wird euch helfen, den Dieb zu schnappen. Da ist das schwarze Auto. Es versucht abzuhauen. Schnell, hinterher. Das schwarze Auto fährt aber schnell. Es hat den Lastwagen umgeworfen. Das rote Auto hilft dem Laster wieder auf die Räder. Die Verfolgungsjagd geht weiter. Das rote Auto will dem Dieb den Weg abschneiden. Es hat nicht geklappt. Oh je. Das blaue und das rote Auto sind zur Baustelle gekommen. Sie scheinen eine Idee zu haben. Sie schnappen sich die Leitkegel und das Verkehrsschild. Die kleinen Autos stellen die Leitkegel und das Verkehrsschild auf. Jetzt wird das schwarze Auto in ihre Falle tappen. Schließ das Tor. Das schwarze Auto sitzt in der Falle. Sie bringen den Dieb aufs Polizeirevier. Das blaue Auto sammelt die Leitkegel ein. Das rote Auto hilft auch mit. Das grüne und das gelbe Auto sind zur Bahnstrecke gekommen. Das Gold muss wieder aufgeladen werden. Der Kran ist da. Er ist sehr stark. Er kann die Lokomotive wieder aufs Gleis stellen. Den Waggon stellt er auch aufs Gleis. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Der Zug kann weiterfahren. Dankeschön, Autos.